Hallo Leute, heute zeige ich euch leckeres Gaya, gegrilltes Huhn mit leckerer Soße. Für unser Gaya braucht ihr, ich habe hier 400 Gramm Hähnchenoberkeule von Knochen abgetrennt, Korianderwurzel, 4 Knoblauchzehe, 1 Teelöffel Pfefferkörner, 1 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Kokosnusszucker, 2 Esslöffel Sesamkörner, 4 Esslöffel Austernsoße, 4 Esslöffel helle Sojasauce, 2 Esslöffel Koldens Milch, 10%. Und etwas rote Lebensmittelfarbe. In Thailand werdet ihr sehen, dass das Huhn auf dem Markt ständig rot gefärbt wird. Jetzt fangen wir an. Schneiden wir erstmal die Korianderwurzel klein. Jetzt wollen wir mal alle Zutaten zusammenmischen. Jetzt marinieren wir das Huhn.
Jetzt lasse ich mindestens 2 Stunden durchziehen. Die Marinade ist eingesogen. Jetzt machen wir die scharfe Soße. Schalotten, Frühlingszwiebel, Kokosnusszucker, gerösteter Klebreis, Limettensaft, Fischsoße und gerösteter Chili. Und jetzt mischen wir mal die Soße zusammen. Jetzt habe ich hier 4 Esslöffel Fischsoße. Tu etwas Limettensaft rein. Kokosnusszucker. Kokosnusszucker Der Grill ist heiß und jetzt geht's an Grillen. Das sind unsere Kajan.
Dazu empfehle ich euch Klebreis und Hot Chili Soße. Und fertig ist unser Gayang. Ich wünsche einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Für weitere leckere Rezepte schau gerne auf meinen Kanal vorbei. Vergesst nicht, ihn zu abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Freue mich über einen Like und über euer Feedback in den Kommentaren.